Ja Leute, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei diesem Video, bei diesem Laber-Video. Und ganz ehrlich Leute, ich filme viel lieber Sachen, die ich hier erlebe, wenn ich unterwegs bin, anstatt jetzt hier wirklich so ein Laber-Video zu machen. Aber, einen Moment, ich brauche ein bisschen Kaffee. Oh, der ist echt gut. Ich glaube, den haben wir nicht in Deutschland. Ich würde ihn euch trotzdem empfehlen, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich nicht kaufen könnt. Aber der ist richtig gut. Aber den muss ich euch mal kurz zeigen. Das ist hier schön Starbucks. Also medium roasted, unsweetened. Also nicht gesüßt. Aber der geht richtig gut runter. Also den gönne ich mir jetzt auf jeden Fall mal öfter. Diet Coke. Burner. Melone. Leute. Hammermäßig. Hart gekochtes Ei. Ich weiß nicht, wie lange das im Kühlschrank liegt. Wahrscheinlich schon einen Monat. Ich fasse es nicht mehr an. Nein, Leute, Spaß beiseite. Wir wollen uns heute eben darüber unterhalten, warum ich mich als junger Mann dafür entschieden habe, in die USA zu gehen, um auf Kinder aufzupassen. Das denken halt die meisten, dass ich ihnen auf Kinder aufpasse. So ist es nicht. Warum ich mich dafür entschieden habe, darum ja, soll es eben heute in diesem Video gehen. Und werde euch das Ganze jetzt mal so ein bisschen näher bringen. Ich denke, ihr habt es gerade schon gesehen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür, hier so Laber-Videos zu machen. Kann ich selber nicht ab, aber ich denke, das ist ein Thema, worüber man ganz gut sprechen kann. Ist bestimmt jetzt schon mein 5. Versuch, dieses Video aufzunehmen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt klappt. Erst nochmal einen Schluck Kaffee. Oh, geil. Ja, Leute, warum habe ich mich dazu entschieden, eben ja, nach Amerika, also in die USA zu gehen als Au-pair? Und hier eben ja, als Au-pair zu arbeiten. Fing eigentlich damit an, als ich 18 geworden bin, habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, irgendwie in die USA zu gehen. Nicht unbedingt ein Jahr, erstmal definitiv als Urlaub. Hat sich dann aber nie ergeben. Ihr wisst selber, USA ist unnormal teuer. Wenn wir in die USA fliegen wollen, zahlt man locker im Reisebüro zwischen 1 und 2000 Euro. Die hatte ich dann eben ja, nicht so einfach irgendwie rumliegen. Und genau deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, was willst du jetzt, sage ich mal, als nächstes machen? Ich kam einen Tag von der Schule nach Hause, kein Witz, und dachte mir dann so, okay, was möchtest du jetzt als nächstes machen? Ausbildung wusste ich, ich möchte irgendwas machen, was mir unnormal Spaß macht. Problem war, ich war schon ziemlich spät dran für die Bewerbung. Ich wusste auch, dass ich nicht studieren möchte, denn ich möchte definitiv erst eine Ausbildung machen, und möchte dann eben gucken, ob ich mich fortbilden kann, ob ich in die Richtung studieren kann, in das, was mir dann eben Spaß macht. Und ja, ich habe eigentlich so zwei Sachen zusammengetan. Ich wusste, okay, es macht mir eigentlich Spaß, auf Kinder aufzupassen, denn ich habe eigentlich schon auf Kiddies, wieso eigentlich? Ich habe auf Kiddies in Deutschland aufgepasst, hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht und wusste dann eigentlich, okay, ich möchte in die USA. Und ich passe eben ganz gerne auf Kinder auf. Und dann habe ich eben auf YouTube so ein paar ja, Au-pair-Vlogger gesehen und war super fasziniert und dachte mir so, okay, das möchtest du definitiv auch machen. Und kam dadurch dann eben ja, darauf, dass ich dann eben danach gesucht habe. Also nach Organisationen, die das anbieten. Und ich glaube, die bekannteste ist IFS. Die allerdings keine männlichen Au-pairs nehmen. Au-pair Care gibt es, glaube ich, noch. Die nehmen auch keine. Und dann kam ich eben auf User Intracks und ja, habe mich da eben informiert, was ich brauche. Dann habe ich eben alles das zusammen gesucht an Papierkram, habe meine Stunden zusammen gearbeitet und hatte eben im Endeffekt dann alles zusammen, was ich brauchte. Und habe das der Agentur dann eben auch gesagt und die haben mich dann eben freigeschaltet für die Matching-Phase. Ein weiterer Grund, den habe ich gerade eben noch vergessen, warum ich mich für dieses Jahr in den USA entschieden habe, war,
Also ich habe ganz ehrlich diesen Gedanken, dass man als junger Mensch all das sehen sollte, wofür es sich lohnt zu leben. Das ist meine Einstellung. Ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die dieses vorgelebte Gesellschaftsdenken haben, die sagen, okay, du kommst aus der Schule, gehst in die Ausbildung oder studierst. Das war auch eine Option für mich, aber im Endeffekt wusste ich, dass ich eben ein Jahr im Ausland verbringen möchte. Und ich denke, dass jetzt, genau jetzt, der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und bin super froh, dass ich diese Entscheidung im Endeffekt getroffen habe. Ja, zurück zum Match, zu der Matching-Phase. Dann eben, die Agentur hat mich freigeschaltet. Und dann kam, ich glaube, nach ein paar Tagen, kam die erste Anfrage von einer Familie aus Milwaukee. Also Milwaukee ist von Chicago in etwa eine Stunde entfernt. Die Familie war super excited. Die haben gesagt, okay, wir nehmen dich definitiv. Dann dachte ich schon so, okay, das war easy. Die haben sich dann aber eben nicht mehr gemeldet. Und ich war so ein bisschen confused, also verwirrt, weil ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt mit anderen Familien noch skypen oder gehe ich jetzt eben zu der Familie? Im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, es kann nicht sein, dass die sich nicht melden. Ich gucke auf jeden Fall, ob es noch andere Familien dann eben gibt. Und ich hatte Familien aus New York, dann eben jetzt meine jetzige Familie aus Chicago. Und da habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Und ja, es war definitiv richtig, hier hinzugehen. Ich fühle mich hier super wohl. Ich bin das erste Au-pair hier. Die haben mir, also warum ich diese Entscheidung getroffen habe, zu dieser Familie hin nach Chicago zu gehen, war, dass die mir super viele Informationen geschickt haben, sich mega bemüht haben, mich zu bekommen als Au-pair. Und ich habe gerade voll den Krampf in der Wade. Alter Vater. Oh, Zeit für Kaffee, ganz kurz. Und ja, haben sich super bemüht. Ich habe mit denen geskypt. Ich war super happy mit der Family. Und ja, genau deswegen habe ich mich eben für diese Familie entschieden und habe es auch nicht bereut. Die erste Zeit war so ein bisschen schwierig. Das ist in jeder Familie hier so, weil die Kinder, die versuchen halt so ein bisschen ihre Grenzen auszutesten. Diese Zeit ist jetzt Gott sei Dank vorbei, hoffe ich. Ich werde richtig gar nicht als, also in einigen Familien wird man als Arbeitskraft gesehen. Darüber erzähle ich euch gleich eine Story. Bei anderen Familien ist man einfach ein Familienmitglied und das ist genau in meiner Familie so. Und darüber bin ich super happy. Ja, Leute, zurück nach Deutschland. Für mich persönlich überhaupt keine Option, weil ich eben super happy hier bin. Für andere Au-pairs definitiv. Ich habe jetzt hier sogar welche aus meiner Umgebung, die eben zurück nach Deutschland gegangen sind. Die Eltern haben eben das Au-pair als Arbeitskraft gesehen. Was alles vorgefallen ist, möchte ich gar nicht hier erläutern. Auch mit dem Au-pair vor diesem Au-pair, was ich eben kenne. Da gibt es einige Storys, die ich richtig krass finde. Das hätte ich mir definitiv nicht gefallen lassen. Bin da auch irgendwie total sauer. Also ich werde total sauer, wenn ich sowas höre. Denn ganz ehrlich, also einige Familien gehen echt davon aus, ja, kommst halt her, arbeitest hier und verbringst hier ein Jahr. Dann sollten die Familien aber, denke ich, auch wissen, dass wir Familie, Freunde, unsere ganzen sozialen Kontakte in Deutschland lassen, um mit dieser Familie eben zu leben. Und ich finde es total traurig. Ja, entscheidet auf jeden Fall, versucht richtig zu entscheiden. Ich habe, wie gesagt, auf mein Bauchgefühl gehört und es war super richtig, das zu tun. Super richtig, Alter. Aber wie gesagt, lasst euch Zeit mit der Entscheidung, wartet ab, nehmt nicht gleich die erstbeste Familie und schaut wirklich, dass sich diese Familie bemüht, euch zu bekommen. Meine Familie hat sich super bemüht. Und bin super froh, jetzt hier zu sein und ein Jahr hier in den USA eben zu verbringen. Ich möchte definitiv falls ihr Lust habt auf weitere Laber-Videos, dann schreibt unten in die Kommis. Ich hasse das eigentlich. Das ist, wie gesagt, jetzt mein 5. Versuch gewesen, glaube ich. Über 8 Minuten. Also ich sitze hier locker schon eine Stunde oder so und versuche hier irgendwie dieses Video zusammenzubekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch so ein bisschen entertainen konnte, informieren konnte und
ja, hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt an Videomaterial, dann schreibt es unten in die Kommis rein. Ich dachte, dass ich euch vielleicht auch in den nächsten Wochen, Monaten mal mit ins Fitnessstudio nehme. Und ja, einiges geplant. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Euer Lukas.